aus Köln. Komm, wir sind ein bisschen weiter weg von dir. Wir sind im tiefsten Osten sind wir. Quasi in der Zone. Meint ihr in der Zone von Fortnite? Das war so geil. Hat ja nicht gesagt. Na du, alles klar? Hast du deinen Penis in der Hand? Wir wollen uns gleich ausziehen und wir machen es ziemlich hart. Ich warte echt auf irgendwas, was wir beide machen. Hi. Bist du gerade im Auto? Ja, oder? Ja. Ja, was fährst du eigentlich? Was fährst du eigentlich für ein Auto, wenn wir jetzt schon mal beim Smalltalk sind? CLS. Wenigstens ein AMG oder nur so einen normalen, puckligen CLS? Nee, 350er Diesel. So untermotorisiert. Anfänger. Like my ride? Very nice. Ey! Ich komme. Ich bin in der Supermarkt. Bist du es, Zahnlücken-Johnny? Na, was machst du da so? Ich hab nur ja nie... Brüste heute. Also wir wollten Brüste sehen, jetzt kriegen wir Brüste. Danke, ich weiß, dass ich wunderhübsch bin. Moin. Bist du echt? Bist du wirklich echt? Okay. Was? Mach mal. Hi. Hi. Na, was geht bei euch? Ich bin alleine! Ey, das macht das fette Headset, Alter. Was ist das für eine Maschine? Gaming-Headset. 90 Euro. Was? 5 Jahre alt. Aber dafür, dass du ein Zocker bist, siehst du echt gut aus. Hast du gerade gesagt, dass der gut aussieht? Willst du mich verarschen? Hä, was? Warum? Hat mir nicht gesagt, dass du nicht mehr streamen sollst? Was ist denn das für eine Scheiße hier? Hä, ich... Chatroulette, Alter! Ist das dein scheiß Ernst? Ey Junge, beruhig dich doch, du hast eine hübsche Freundin, die mag dich, doch alles easy. Nee, sag zu dir, warum sagst du ihm, dass er hübsch ist? Was soll denn die Scheiße? Komm mal runter, das mache ich. Ich hab gar nichts gesagt. Kollege, damit du dich besser fühlst, ich finde dich auch hübsch. No homo. Das würde ich doch hören, mein guter Freund. Wow! Ja, ich wollte eigentlich jetzt ein bisschen so machen, als ob ich dir eine reinhauen, dann hättest du so fliegen müssen. So. Und wo reinfliegen? Hättest du ein Salto gemacht, oder kannst du kein Salto? Ja, kann ich ein Salto. Dann kriege ich locker hin. Kann doch locker ein Salto, ich kann es mal probieren. Warte, ich krieg das hin. Ich muss mich nur trauen. Oh, das war ganz knapp. Was ist das? Yo, das war so knapp. Ey, das war so. Das Ding ist, das sah aus, als hätte ich nur eine halbe Rolle geschafft. Ich war aber so schnell, dass ich zwei und eine halbe gemacht habe. Nee, das Schlimmste, was ich gesehen habe, das ist das, was man immer sieht, wenn man weiterklickt und dann irgendwelche. Ja. Du weißt, was ich meine. Ich muss das Ding nicht aussprechen. Das Schlimmste, was ich gesehen habe, ist, wie einer von denen sich was reingeschoben hat. Das war ziemlich interessant. So? Stand er da? Ja? Nein! Und hat. Oh, bitte demonstrier uns das nicht. Ja, genau! Na, das könnte passen von der Größe, ja? Nein. Und stellt sich so hin und hat direkt so. Aber es war weg, oder? Dann hat er gemerkt, ah, scheiße, ist noch trocken. Hat irgendwie so eine Gel, irgend so ein Creme oder so ein Scheiß. Du hast da weiter zugeguckt, nein. Ich wollte wissen, ob der das durchzieht. So langsam weiß ich nicht, was ich dir glauben soll. Und hat das reingebracht? Dann war es schon so halb drin. Hat schon so halb geflutscht. Und jetzt kommt's geil, dann hat er einfach gepupst. Nein. Ich hab so. Als das Ding drin war, wie geht das? Ja, nur so zur Hälfte, der zur Hälfte rein und dann so. Wow. Ein darüber macht. Ins Chlorbecken gefallen. So wie Obelix, ja. Bloß nicht in den Trank, sondern ins Wald. Ich dachte, das wäre der Zaubertrank, aber... Wie viel Kontrolle habt ihr?
Ganz schön viele, wahrscheinlich. Wetten, seid ihr YouTuber? Ne, ich, ja, wahrscheinlich schon, ja. Ich will so am Livestream so Fortnite spielen und so. Woher kommst du? Woher kommst du? Das ist die perfekte Gegenfrage. Aber woher kommst du? Aus Köln. Komm, wir sind ein bisschen weiter weg von dir. Wir sind im tiefsten Osten sind wir. Quasi in der Zone. Meint ihr in der Zone von Fortnite? Das war so geil! Hat ja nicht gesagt! Ich hab mich weggelacht! Was ist denn das? Was ist die Zone von Fortnite? Zone! Ja! Was denn? Genau da kommen wir her! Genau da! In der Zone! Man hat ja auch Zone auf dem Pullover stehen! Nein! Du hast Zone auf deinem Pullover stehen, oder? Ja, Zone, guck! Ist das geil? Oh, ich kann. Bring mich die Leute weg. Alles gut? Scheiße, jetzt musste ich lachen, ey. Ja, ich bin ein bisschen traurig. Mein Mädchen ist gerade gegangen. Ich bin so alleine. Ach, Kacke, Alter. Jetzt sehe ich so aus wie jeder andere auch. Ey, aber Single-Leben ist geil, komm schon. Du hast Geld in der Tasche. Das sagst du jetzt, obwohl deine Freundin neben dir liegt. Nein, ey, ich muss sagen, meine Freundin, für der muss man nicht viel Geld ausgeben, deswegen. Einfach nur ihn bei mir haben, das reicht schon. Ich wollte gerade sagen, es kommt was richtig kitschig Süßes. Ich sehe schon die, Nia-Nian-Cap hier durchs Bild fliegen. Regenbogen ich hasse Katzen. Was? Du hast Katzen? Ja. Aber nicht die Nia-Nian-Cat. Natürlich nicht. A few minutes later. Versuch da mal keine Miene zu verziehen, ne? Also versuch da, okay, echt, versuch da echt mal cool zu bleiben, jetzt was jetzt kommt. Oh Gott, die hat einen Gipsarm und einen Gipsfuß. Oh mein Gott. Also ich kenne ja ein Katzenvideo, das was ich liebe, wo eine Katze vom 11. Stock runterfällt und voll aufklatscht. Ey, boah, du bist ja voll ausgestattet hier. Oder? Aber volle Kanne, du. Hast aber einen gepflegten Bart, ja? Gibst dir viel Mühe, sieht man. Dankeschön. Aber stehe ich nicht drauf. Nein, steht dir, aber ich mag kein Bart. Das tut mir leid für dich. Oh mein Gott, abholt! Wer ist denn schwul? Ich fasse es an. Fast. Na, auch schon wieder da. Frage. Ja. Du weißt schon, dass vom Gesetzgeber her illegales Filmen nicht gestattet ist. Oh, I'm not filming. I'm filming. I'm gonna appreciate being filmed, okay? I'm not. I didn't want to be on camera. I wasn't filming you. I wasn't filming you. I'm filming the traffic cameras. Really? Seriously, I don't want to be on film. Weil mich nämlich ein Mädel hier angesprochen hat. Oh, du bist doch derjenige, der bei den zwei Leuten da YouTube. Jo, und wo ist deine alte Schachtel? Wenn ich dir das erzähle, oh, da gibt's Ärger, sag ich dir. Ey! Hey! Ich hab dich tatsächlich gesucht. Ehrlich jetzt? Guck, ich hab dich auf Twitch geguckt und hast du gesagt, du machst Chatroulette jetzt und dann bin ich auf YouTube gegangen. Geil. Ich fand das Video, ich hab mir dann noch deine Videos angeguckt und ich fand das Video mit diesem Typen, den du das letzte Mal getroffen hast, dieser komische Typ. Heftig, mit den 10.000 Abonnenten. Ey, da hab ich echt, ach du Scheiße, der ist ja echt, puh. Der hat so viel Scheiße gelabert. Man hat bei jedem Wort einfach gemerkt, dass er gelogen hat. So, das ist so. Hat sich so viel darauf eingebildet, was er da gemacht hat, auch mit diesem geklauten Video. Er hat es noch nicht mal irgendwie gecheckt oder irgendwie so gemerkt, dass es eigentlich scheiße ist, was er macht. So, deswegen, das habe ich gar nicht gecheckt. Aber erwähnt nicht meinen Namen, nimmt meinen Namen nicht in den Mund. Mein Name ist zu wertvoll für eure Gesellschaft oder was weiß ich was. Alles gut, ja? Ja. Alles gut, ja? Ja. Ja? Ja. Alles gut, ja? Ja. Alles gut, ja? Ja! Spaß!
Weiß ich nicht. Sagen Sie mal, wie alt Sie sind. Warum siehst du mich jetzt? Weil ich erst wissen muss, wie alt Sie sind. Hä? Was hat das denn damit zu tun, ob man jemanden sieht oder nicht? Wenn Sie über 20 sind, dann muss ich Sie siezen. So ein Quatsch. Wenn ich dich duze, dann kannst du mich auch duzen. Das ist eine ganz einfache Höflichkeitsform. Ein Quatsch, ey. Ich werde von 10-Jährigen werde ich geduzt. Also musst du mich ganz bestimmt nicht siezen. Aber es ist schon mal cool, dass du auf jeden Fall versuchst, höflich zu bleiben. So, das ist doch schon mal gut. Ja, aber meine Lehrer muss ich auch siezen und die sind auch alt. Na, bin ich alt mit Mitte 20? Ja, natürlich. Sind Sie auf den Kopf gefallen? Maschallah, es geht. Oh, Moment, den kenne ich doch. Das ist schon unfassbar, dass ich dich wieder treffe. Doch als sie hinkam, war es zu spät. Das Händelstängel nicht mehr steht. Ach, vielleicht doch letzte Minderjährige. Ich doch gewünscht uns. Oh ne, darüber war sie sehr empört. Ich bin gleich fertig. Du bleibst so lange in dem Stall, bis deine Nudel wieder brei. Bitte, ich komm nicht klar. Mit einer Rübe, wie man sieht, täuscht er ihr vor ein steifes Glied. Die Hexe spricht und tut sich bücken. Du wirst mich jetzt von hinten. Ich geschlafen. Warte, ich bin nicht fertig. Kennst du ihn noch? Kennst du ihn noch? Ich geh wieder nach unten. Okay, tschüss. Bist du Türke? Ja? Was ist denn nur los? Nein, Mann. Nicht Bro, jeder. Der Name hört sich ein bisschen so an. Wie heißt der Typ? Was, Beard Bro? Hört sich türkisch an? Berat Bro? Nein, Chef. Mein Berat Bro, Na, was weiß ich. Das ist Englisch, Mann. Aber der ist einfach leid. Ich bin auf YouTube. LOL. Ich bin auch auf YouTube. Zeig mal mein Gesicht. Ey, darf ich welche von meinen Kumpels grüßen? Mach doch. Ich grüße einmal Noah, den Hurensohn. Halt's mal, Junge. Noah. Das ist der Freunde-Filmer-Ring. Hi, Gittle. Alter, was ist nur mit dir los, ey? Warum machst du sowas? Hä? Hi, Gittle. Warum? Ist gut. Nee, das ist nicht gut, das ist dumm. Warum nicht? Weil das dumm ist, das macht man nicht. Du bist deutsch, ja? Natürlich, klar. Ja, 90% in Deutschland, Leute, lebt Gittle. Nee, das glaube ich allerdings nicht. Ja, ich weiß. Stabil, Digga. Ey, soll ich den Zaubertrick zeigen? Ja, mach mal. Scheiße. Warte. Hast du gesehen? Ich habe den Mund gemacht, habe mir Zunge ausgemacht. Das ist ein Zaubertrick. Es tut nicht weh, wenn du so. Also muss man nachmachen. Ich streich heute einfach gegen Zunge. Schau ich mal nochmal. Das juckt den. Schau ich mal nochmal. Nein. Warte. Alles okay bei dir? Der stirbt. Hoffentlich sterbe ich an AIDS. Du fette Hurensohn. Ja, wir haben so ein Lied. Geil. Mein Penis riecht so gut. Riechst du ihn? Ah! Was? Ich geh morgens auf, geh ins Bad, riech mein Penis. Oh. Das wird ein guter Tag. Siehst du, wie ich meine Kuppe streichel und danach meinen Finger unter meiner Nase reibe? Er glänzt wie die Lanze im Morgenlicht. Zuerst wasche ich meine Keule und danach mein Gesicht. Oh Gott, wo habt ihr sowas her? Bushido. Oh mein Gott, wirklich Bushido. Das ist aus dem Moderator. Los, rap mal. Okay, ich rap euch was vor. Achtung.
brauch nur den Beat. Mein Lieblingssong. Dann rapp ich nur für euch, okay? Sonnenbank-Flavor, letztes Jahr.